Okay, willkommen zurück. Empyreon. Ein bisschen Weltraum-Survival. Jetzt bin ich wieder mitten in den Bäumen und komme hier nicht mehr raus. Das ist so klar. Hey, das ist zum Kotzen, ist es. Einfach nur zum Kotzen. Ja, mein Problem mit Basen liegt also nicht an meiner Blödheit. Das habe ich schon erfahren. Als ich ein paar vom Hirn... Ach komm, bitte! Als ich vom Hirnsturz ein bisschen mitgeguckt habe, der hat also gesagt, in seiner Aufnahme dann, ja, vergiss es, du hast alleine so gut wie keine Chance mehr mittlerweile. Es ist schon zu zweit. Was ist denn? Mein Gott! Es ist schon zu zweit schwer. Hallo? Würdest du bitte auf das scheiß Schiff zugehen? Wo war denn das Drehen jetzt? Also hier augenscheinlich nicht. Oh, der Sauerstoff geht ziemlich zur Neige. Ach ja, ich bin ja hier drin, da muss ich ja Sauerstoff zu mir nehmen. Aus dem Schiff. Jetzt würdest du mal irgendwie davor fliegen oder was geht denn da, ey? Es wäre echt mal nicht schlecht. Wo hänge ich denn hier? Meine Fresse. Hallo? Du sollst nach vorne und nicht zur Seite oder sonst was für eine Kacke machen. Hallo? Ey, sag mal, wie nervig ist denn das? Nach vorne? Da ist kein Baum. Danke. So, okay. Dann wollen wir mal gucken, was man hier drin noch finden kann. Vielleicht ist da in irgendwelchen Frachtboxen noch ein bisschen was Wertvolles drin. Wäre ganz gut. Wir haben nichts im Kühlschrank. Wir können also ausmachen. Hoffen, dass er das jetzt überlebt, während ich hier bin. Ich bin ja ganz in der Nähe. Nicht, dass er wieder kaputt geht, weil da haben sie wohl irgendwelche Sorgen. Ist natürlich nicht ganz so schön. So. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hier reinkommen überhaupt. Ah ja, hier vielleicht. Habe ich jetzt mein Multifunktionswerkzeug habe ich dabei. Ach so. Ich will es schon zerlegen. So. Okay. Und dann gucken wir mal, aber hier finde ich jetzt erstmal überhaupt nichts. An Frachtboxen, so wie es guckt. Vielleicht ganz unten. Nicht, dass der Mittelteil total leer ist, das wäre ein bisschen scheiße. Schlechter Witz oder so. Da wäre ich dann doch ein wenig dagegen. Was soll jetzt das sein? Ernsthaft? Hier ist nichts. Nee, ich habe einfach keinen Sauerstoff dabei. Warum eigentlich nicht? Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Da oben ist ja auch nichts. Jetzt ernsthaft, in dem ganzen scheiß Raumschiff ist nichts mehr, außer im Heck? Ja, das Heck habe ich ja schon auseinandergelegt. Das war auch nur Stahlplatten, die ja irgendwie eine Ecke gemacht haben. Toll. Das ist ja wohl klasse. Ja, und da unten ist nichts mehr. Ja, nö. Das finde ich jetzt aber saublöd. Ja. Das sind doch Frachtboxen da, oder? Natürlich. Na, dann gucken wir doch da mal rein. Hallo. Hallo. So. Oh, doch so viel drin. Ja, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Alles leer? Dann haben das wohl die Aliens geholt oder was, weil ich war nicht hier. Wie finde ich denn sowas? Muss ich dann nochmal Basen angreifen? Ja, aber wahrscheinlich werde ich dafür einfach immer so 2-3 Versuche brauchen, Minimum.
weil man das alleine einfach beschissen bis gar nicht schafft. Ja, das wird ja herrlich, echt. Habe ich hier irgendein Problem? Komme ich hier nicht rein oder was? Boah, ey, was ist denn das jetzt? Kann ich mich irgendwie ducken? Natürlich nicht. Ja, das ist ja geil. Dann muss der Scheiß eben weichen, weil ich will da ran. Also, jetzt geht's doch auch. Tatsächlich, ich werde da einfach nur wieder zurückgestoßen, weil ich da zu groß bin. Das ist so ein Blödsinn. Aber hier ist genauso viel wie auf der anderen Seite. Das heißt tatsächlich, ich... Ah, hier ist ein bisschen was drin, aber das ist auch nur Quatsch. Hier ist ein bisschen Erz drin, aber auch nichts, was ich brauche. Ah, Neodym, okay, das kann man gebrauchen, ja. Aber ansonsten, das ist ja voll für den Arsch. Hier ist Holzblöcke, gehärtete Stahlblöcke, okay, die kann ich natürlich gebrauchen. Und dann haben wir, ach ja, die kriege ich schon gar nicht mehr mit, die Sachen. Ja, cool. Ja, worauf können wir verzichten? Wir haben genug Eisen eigentlich. Braucht man nicht. Also ablegen. Ach so, das geht ja jetzt. Na, warte mal, können wir doch hier reinschmeißen. So. Kupfer und Kobalt müssten wir eigentlich auch genug haben. Ja, also das sind Sachen, da haben wir keinen Mangel dran. Nehmen wir das mit. So. Okay. Ja, die Welt war das ja jetzt gerade nicht, ne? Der ganze große Mittelteil und es ist nichts drin. Ein sauschlechter Witz, Mann. Was ist das denn? Ein Stein einfach nur wahrscheinlich. Ein riesen Mittelteil und nichts drin. Das ist doch ein beschissen schlechter Witz. Finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Stelle ich fest. Ja, hier außen ist auch nichts mehr. So wie es aussieht, wenn wir uns jetzt den Bodenkleider schnappen, ich fliege nach Hause. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt von Spezialressourcen haben und ansonsten wird demnächst auch mein, wird demnächst auch mein nächstes Schiff fertig. Ja, 7 Minuten noch. Dann müssen wir halt einfach mal versuchen, in den Weltraum zu gehen. Hoffen, dass wir am Mond nicht gleich auf irgendwas Krasses treffen, sondern dass es irgendwas ist, was wir fertig machen können. Ja, und dann schauen wir weiter. Ah, das ist ein Scheiß. Hallo? Ach so. Blöd, Mann. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Basis wieder. Bis gleich. Das war jetzt nicht so erfolgreich. So, jetzt bin ich wieder an der Basis, habe hier dieses Schiff nochmal kreiert. Jetzt eben mit geschlossenen Flügeln hier. Also eben nicht auf Angriffsposition oder so. Für Wendigkeit, sondern eher auf Geschwindigkeit im Moment. Jetzt ist halt, ich meine, so viel Realismus wird das hier drin eh nicht haben. Ob das jetzt Wendigkeit, Geschwindigkeit oder sonst irgendwas hat, das ist mir Wurst. Interessant wäre jetzt, ob ich es schaffe, in den Weltraum zu kommen und nicht drauf zu gehen. Schauen wir mal. Okay. So, Kraftstoffzellen haben wir. Die Munition brauchen wir nicht hier. Doch, brauchen wir. 15mm Munition, natürlich. Okay, das heißt, ich werde nochmal einiges herstellen. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Erstmal aus die Hütten. Warum soll es sinnlos Strom verbrauchen? Oder ich nehme hier was raus, weil das Ding benutze ich sowieso nicht. Munitionsbox, klein. Zugriff bitte. Ja, super. Kannst du nicht von einem fertig machen, bevor du zwei anfängst? Du bist vielleicht ein behindertes Scheißding. Okay. Habe ich noch irgendwo 15mm Munition? Ich glaube schon. Müsste sogar noch relativ viel davon haben. Dann können wir uns das nämlich sparen mit dem... Ja, da.
genug davon. Gib mir das. Ja, ich habe da einen Raketenwerfer rangemacht das letzte Mal. Jetzt ist die Frage, bringt's das? Komme ich mit dem Raketenwerfer klar? Irgendwie ein bisschen scheiße. Also das gibt gerade mal 6-mal diese Nedium-Barren. Das bringt gar nichts, können wir vergessen. Außerdem brauche ich noch, ich glaube, Satium oder Arrestrium für die Stromspule. Können wir also sowieso vergessen. What a sheet. So. Ja, dann klatschen wir doch hier erstmal ein bisschen was rein von dem ganzen Scheiß, den wir noch übrig haben. Ich habe mal Holzlatten, die habe ich hier noch überhaupt nicht drin. Glaub doch, doch, ein bisschen was. Habe ich auch noch Erz? Von dem Prometium-Zeug? Nö, anscheinend gar nicht. Ah ja, naja gut, okay, warum nicht? Silizium-Erz habe ich hier auch nicht drin. Ich habe hier überhaupt, glaube ich, generell kein Erz rein. Ich habe hier nur die fertigen Sachen rein, genau. Weil ich habe immer gesagt, die Erze verarbeite ich draußen. Ah, genau, an dem anderen. Hm, so war das. Zement habe ich hier drin. Ja, okay, das schon. Gut, was wollte ich? Ich wollte bei Bewaffnung gucken. Und zwar den großen Raketenwerfer für die Raumschiffe. Wo ist er? Raketenwerfer, da. 135mm Rakete kann an einem Schiff angebracht werden. Jawohl, Elektronikmotor und Kabel müssen wir noch haben. Auch wenn es jetzt schon wieder scheiße ist, dass ich das dann schon wieder verbrauche. Was soll's? Ja gut, ich habe genug Motoren. Metall habe ich sowieso genug. Das ist kein Problem. Passt schon. Kabel auch. Können wir auch schnell wiederholen. Davon kriegt man genug. Okay, ich habe gedacht, ich habe keine Motoren mehr, aber ich habe genug Motoren. Ach, ich glaube, ich habe... Das war ja das, was ich aus dem Ding alles rausgeholt habe. Ja, ja. Habe ich ja teilweise schon hier rein. Und da drüben liegen ja, glaube ich, auch noch Motoren. Kann das sein? Von den Gelooteten? Von der Basis? Natürlich. Auch nochmal 6 Motoren. Raketenwerfer geschützt. Das geht aber nur auf dem Bodengleiter. Reichweite. Ja, kannst du aber genauso vergessen. Diese Geschütze auf dem Bodengleiter, die Reichweite kannst du löten. Bringt überhaupt nichts. Ja gut. Aber ich glaube, ich werde das dann auch erstmal ein bisschen zurückstellen gegenüber der anderen Projekte. Weil alleine, wie gesagt, hat man eh sehr, sehr schlechte Chancen. Wenn ich dann sehe, die anderen Planeten, das kann ich voll vergessen. Vielleicht beiße ich mich ein wenig durch und wenn ich irgendwie einen großen Erfolg habe, rühre ich mich wieder. Jetzt erstmal... Ja, sag mal, bin ich bescheuert? Habe ich den Raketenwerfer jetzt überhaupt mitgenommen oder nicht? Ja, habe ich, okay. Dann muss man ihn natürlich auch anbringen. Ich bin ja intelligent, ne? Ganz intelligent. Ach ja, die habe ich auch noch. Die müssten auch noch raus. Ich muss mal mein Inventar noch ausleeren, bevor ich raufgehe in den Weltraum. Ich glaube, das machen wir noch kurz und gucken mal kurz, ob wir dann was erschaffen und dann mache ich aber auch Schluss, weil wie gesagt, alleine ist es sowieso bockschwer. Ich bräuchte da echt mal Unterstützung. Wenn ich da mal jemanden habe, mit dem ich da wenig zusammenzocken kann. Vielleicht hat der Meister Marco Runort wieder Bock. Könnte ja auch sein. Dann können wir ein bisschen Empyreon zusammen aufnehmen, weil alleine zu krass. Fällt's nicht. Aber wir machen das jetzt trotzdem noch schnell, dass wir in den Weltraum raufgehen. Das heißt, ich munitioniere jetzt noch voll auf und leere mein Inventar aus und was und dann rühre ich mich gleich wieder. Ich hoffe, das geht noch von der Plattenkapazität her. Bis gleich. So, jetzt will ich auch zumindest mal versuchen, in den Weltraum zu kommen. Aufmunitioniert ist. Der Tank, den sollte ich vielleicht noch füllen. Vor allem, wenn ich jetzt in den Weltraum gehe. Sonst kriege ich ein Problem. Okay. Okay. So. Ja, und dann versuchen wir jetzt einfach nochmal in den Weltraum wenigstens hochzugehen. Erstmal zu schauen, wo der Mond ist. Wenigstens einfach mal noch was gemacht zu haben, von dem Planeten wegzukommen, ja. Und dann gucke ich einfach mal, wenn ich das mit jemand anders zusammenzocken kann. Für zwei oder für drei, das ist bestimmt einfacher. Weil alleine, ja, das ist ein bisschen krass. So, ich bin jetzt gleich, wupp, oh. Bumm. Entfernung zu Akua.
Ja, jetzt muss ich den Mond suchen. Also da unten ist Akua. Welches ist der Mond? Der da, oder? Würde ich spontan sagen. Hier oben braucht man auch weniger Strom als im Orbit, klar. Gehst davon aus, dass das der Mond ist. Ein anderer Planet wird es noch nicht sein, oder? Er wäre ein bisschen heftig. Auf dem Mond wäre natürlich wichtig, Sauerstoff an. Ja, Entfernung zu Akua Moon, genau. Passt. Jetzt gehen wir auf den Mond zu. Wenn ich jetzt gucke, nach hinten, das ist Akua, das ist der Planet. Jawohl, ist deutlich zu sehen, Wasser drauf. Ja, und das ist... Oh, oh. Was feuert denn? Oder habe ich jetzt gefeuert? Ach so, das war ich. Ich bin drauf gekommen. Ich habe mich schon gewundert. Weil hier sind noch keine Geschütze, das ist doch nicht automatisch. Na gut. Okay. Dann wollen wir mal auf dem Mond landen. Es kann ja heiter werden. Zumindest das machen wir noch. Upp. Entfernung zur Orbit. So, schon sind wir auf dem Mond. Also so gut wie. Jetzt müssen wir nur hier auch mal eine Mine finden. Eisenerzlager, so ein Blödsinn. Also das brauche ich jetzt nicht wirklich, ne? Gehen wir mal weiter runter. Richte dich bitte mal aus, wenn es geht. Es scheint nicht zu gehen. Normal geht es. Oh, hallo, bist du behindert? Was soll denn jetzt der Scheiß? Ich möchte eigentlich richtig rumfliegen, bitte. Okay, so. Hier war also ein Eisenerzlager. Ja, mit dem Raumschiff fällt es leichter, weil das kann man über den Kopf drehen. Das geht ja mit dem Bodenkleider nicht. Oh, meine Nahrung ist ein bisschen... was haben wir? Eisenerzlager. Sag mal, wollt ihr mich verscheißen? Ich will doch keine Eisenerzlager... Da war gerade was Rotes. Was war da Rotes am Bildschirm? Tja. Neodym. Raketendrohne, ganz toll. Und die scheint auf mich zuzufliegen. Und natürlich sehe ich sie nicht. Ist ja klar, ne? Ich hab's erwischt. Puh, die hätte mir etwas Sorgen gemacht, wenn ich die jetzt, wenn ich mich jetzt von der hätte beschießen lassen. Die können wir doch gleich mal looten. Aber ich glaube ja, wie gesagt, also es geht schon. Man kann hier sogar was erreichen. Im Weltraum trifft man auch relativ weit mit den Geschützen. Das geht. Da hat man den Orbit nicht und was. Na, mal schauen. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen weiter, aber das wird drastisch zurückgefahren werden gegenüber der anderen Projekte, die ich jetzt wieder weitermachen will. Unter anderem eben 7 Days to Die mal richtig erfolgreich werden. Mal auch eine richtige Basis aufbauen. Da freue ich mich drauf. Das mache ich jetzt die nächsten Tage. Und dann schauen wir weiter. Ich sage bis hierhin mal danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, so Basen, komplette Basen angreifen, muss ich einfach mal schauen, wie ich das mache. Alleine, ja, entweder brauche ich immer zwei Raumschiffe, bis ich da durchgekommen bin. Oder muss fünfmal hinlaufen oder so. Das wäre natürlich ein bisschen blöd einfach, weil ich ständig die Waffen wieder verliere. Gut, ich meine, wenn es jetzt die Billigsachen sind, die ich mir einfach wiederholen kann, ist es ja Wurst. Aber schön wäre es trotzdem nicht. Gut, dann danke fürs Zuschauen bis hierhin. Mal gucken, was wir machen. Und dann sehen wir uns. Hier wieder, ja, wahrscheinlich erst in ein paar Tagen oder so. Es wird jetzt auch ein bisschen zurückgefahren werden. Ich habe jetzt
ein Survival-Spiel drin. Das ist eben Seven Days to Die, wo ich jetzt im Moment wieder mehr Bock drauf habe. Weil ich jetzt eben auch mal weiter gekommen bin, als ich jemals war. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Und die anderen zwei Sachen wie Ark oder Empyrion stehen jetzt erstmal hinten an. Ab und zu wird was kommen, aber nicht oft. Bis denn.